Hallöchen, meine lieben Dudes und Dudinen. Willkommen zu einer neuen Folge vom FIFA 16 Karrieremodus. Es gab ein paar Vorschläge und ich bin jetzt dazu rübergegangen, ein paar Spieler zu verkaufen bzw. zu verleihen. Wir können mal ganz kurz gucken. Auf der Transferliste, da habe ich Schleusener gepackt, weil er ist 23 an der 58er Bewertung, das ist mir dann zu wenig. Boro und Stanko, da habe ich erstmal zur Leihe rausgehauen, zum Einjahresleihe. Dann haben wir Furi, Falahen, Kat und Kat, die dann zur Zweijahresleihe, weil, naja, die sind unter 60. Wen ich nicht verkaufen darf, laut Kommentaren, ist Guede oder Guede, wie auch immer man ihn ausspricht. Guede, keine Ahnung. Ihn darf ich wohl nicht verkaufen, weil er der Lord ist. Den kann man auch gerne mal einwechseln. Er ist aber schon 30 Jahre alt. Da müssen wir natürlich drauf achten. Dann habe ich die Aufstellung mal bearbeitet. Ein 4-2-3-1. Ein breites, also ein breites 4-5-1. Was ich jetzt aber noch machen will, ist einen Vertrag nämlich bearbeiten. Nämlich die Leihe von Mitrovic. Also, bitch please, wie können wir den verleihen? Das machen wir mal schnell rückgängig. Kostet uns natürlich Geld, was doof ist. Aber ist halt so, ne? Das wissen wir ja. Aber das ist eine Sache, die wir machen sollten, damit wir den nutzen können. Das heißt, wir holen ihn auch mal direkt rein. Da ist er. Mitrovic ist wieder im Team. Sehr wichtig. Ich musste die Karriere neu starten, weil ich versucht habe, so ein Gameplay-Patch zu installieren. Aber irgendwie lief das alles nicht. Dann funktionierte der Spielstand nicht mehr. Und deswegen ist bei mir aktuell Philipp kaputt. Ja, der ist ein bisschen kaputt. Der kann aber noch eingesetzt werden. Im Prinzip sieht unsere Mannschaft bis auf den Keeper relativ solide aus. Also ich denke mal, das ist eine ordentliche Mannschaft. Was ich noch verbessern oder verändern will, ist im ZM ein bisschen Potenzial reinzubringen. Und ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Jetzt kann der ein oder andere sagen, boah, das ist überhaupt nicht realistisch. Es wurde auch vorgeschlagen und deswegen, ich denke, das ist in Ordnung. Ich denke, das ist in Ordnung. Und es ist Gianluca Gaudino. Der hat ja bei Bayern jetzt nicht so die größte Perspektive gehabt. Er hat ein Potenzial von 81. Ich denke, das ist in Ordnung. Der ist 18 Jahre alt. Der wird sich auch hoffentlich gut entwickeln. Wir probieren es einfach mal. Huh? Also ich denke, das sollte in Ordnung gehen. Es gibt vielleicht auch bessere Optionen. Gibt es die? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht müssen wir auch noch nicht alles rausballern. Ich denke mal, Gaudino ist nicht verkehrt. Der ist gut im Passen. Er ist ordentlich beweglich. Hat eine gute Balance, wie wir gesehen haben. Und das wäre der erste Schritt. Und was ich als zweites machen will, ist Jugendstab. Denn mir wurde auch gesagt, setz auf Jugendarbeit. Das werde ich gerne machen. Wir holen uns jetzt erstmal einen Scout. Und da ist die Frage, was holen wir uns da? Holen wir uns direkt einen Vierer mit 1,45 Millionen? Ich denke mal, das wäre sehr gut investiertes Geld. Das ist sehr gut investiertes Geld. Und den lassen wir mal ein Netzwerk aufbauen. Und ich lasse den einfach mal in Deutschland aufbauen oder so. Lass mal in Deutschland aufbauen. Was suchen wir denn? Vielleicht ein paar schnelle Spieler. Flügelstürmer, die sind doch oftmals sehr schnell. Oder nehmen wir einen Angreifer oder sowas. Also entweder ich nehme einen Flügelstürmer. 3 Monate jetzt Flügelstürmer suchen. Mal sehen, was wir da Gutes bekommen. Also er sagt, wir bauen das jetzt auf. Und das ist es im Prinzip. Also es ist nicht viel, was wir machen, ja? Das will ich euch extra sagen. Wir machen nicht so viel. Wir wollen es realistisch halten. Wir wollen nicht zu viel umbauen. Und ja, mal abwarten, gucken, was hier inakzeptabel. 2,8 Millionen. Wahnsinn. Okay. Gehen wir mal höher auf 2,3. Uiuiui. Also die Bayern wollen es jetzt wissen. Ich habe natürlich das so ein bisschen vorher getestet. Ich gucke mich ja immer vorher um. Was wollen wir machen? Was können wir machen? Und da ist Gaudino gerade für 2 Millionen weggegangen. Aber ja, akzeptieren sie. 2,3 Millionen. Und ich sehe gerade, mir fehlt ein bisschen Gehaltsbudget. Wir bleiben minus 5.000. Das heißt, wir gehen hier hin. Oh, das ist ein bisschen verschoben. Warum? Weiß ich nicht. Gut, machen wir uns ein bisschen mehr Gehaltsbudget. Haben wir. Und Transferverhandlungen. Gaudino zum Angebot. Genau, er will 15.000.
Er kriegt mal eine schöne 4-Jahres-Dings und er wird, also bei mir würde ich sagen, er ist kein Rotationsspieler, sondern er ist schon ein wichtiger Stammspieler von der Stärke her. Deswegen machen wir das mal so. Mal sehen, was er dazu sagt. Bestimmt sagt er, oh, nee, das ist mir ein bisschen zu wenig, du. Gaudino, komm. Also, wir haben ja vorher auch mit Bayern gespielt, deswegen ist das schon eine interessante Option. Freiburg, Bayern, ich weiß nicht, vielleicht haben die auch Hass gegeneinander, das ist, weiß man ja nie. Aber ich denke mal, das ist für mich jetzt hier keine verkehrte Option. Das heißt, wir haben noch 1,188250 Gehaltsbudget übrig. Das könnten wir eventuell in Zukunft noch versuchen zu verbessern. Und ich denke mal, wir werden auch Gaudino für den Anfang auch spielen lassen. Er ist zwar schwächer als Höfler, aber da einen Schuster haben wir auch noch. Okay, wie alt bist du denn? 30, okay. Also er sollte auf jeden Fall drinne sein, denke ich mal, der Schuster. Abraschi, wir holen ihn auch rein, den Gaudino, weil der sich doch sicherlich recht gut entwickeln wird. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, für wen wir ihn reinstellen. Für Kart, der ist zu schwach. So, das heißt, wir haben zwei Mittelfeldspieler. Uns fehlt so ein bisschen an den Flügeln. Das wird sich hier noch ein bisschen ausgleichen. Sobald Philipp wieder heil ist, haben wir auch einen linken Mittelfeldstürmer, Mittelstürmer. Wir haben hier Grifo, der kann LMRM Mittelsturm spielen. Er hier kann auch LMRM Mittelsturm. Richtig starke, gute Spieler. Er kann sogar Mittelstürmer ZDM LMRM machen. Also der geht auch ab. Ne? Da geht einiges. Pedersen. Pedersen ist für mich so ein bisschen die Schwachstelle, weil ich brauche immer eigentlich so ein bisschen flottere Spieler. Ah, das ist schon okay. Gaudino jetzt auf der Bank, wird immer mal wieder eingesetzt, wird aber auch trainiert. Und wir hoffen auf gute Ergebnisse durch unsere Jugendmannschaft. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Und ich denke mal, wir werden das erste Spiel machen. Und ein Angebot kriegen wir hier noch zum Kauf. Die wollen den kaufen, ja. Haben wir nochmal 130.000, ein bisschen mehr Gehaltsbudget. Warum nicht? Mach's gut. Ich hätte auch da was Gegenangebot machen können, aber letztendlich, wen interessiert's? So, ich habe ein bisschen rumgetestet und ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht so richtig mit der Mannschaft reinkomme. Deswegen werde ich die ersten Spiele nochmal auf Profi probieren. Ich schaue mir die Mannschaft jetzt nochmal kurz an. Sieht soweit gut aus. Alles über 70 bis auf der Keeper. Müssen wir schauen, was wir da machen. Ob wir vielleicht noch einen Keeper uns holen, aber keine Ahnung. Dragowski ist ein Standardtalent. Das wollen wir nicht. Wir wollen es relativ realistisch machen. Ich habe mich jetzt hier für Gaudino auf der Bank entschieden. Wir sind im Prinzip mit der den Freiburgern da. Also es ist soweit realistisch, dass wir hier nicht komplett alles verkaufen, komplett umkrempeln und nicht die ganzen Standardtalente holen. Gaudino ist für mich auch nicht unbedingt ein Standardtalent. So. Und das heißt, wir gehen jetzt gleich ins Match und dann hoffen wir, dass das hier gut läuft. Also, bis gleich. Ich werde nochmal ganz kurz hier einen Blick drauf werfen. So, wie gesagt, ich weiß noch nicht so genau, wie ich jetzt hier mit der Mannschaft zurechtkomme. Ich gehe nochmal auf Profi runter, dann, wenn das hier total eskaliert, dann gehen wir auf jeden Fall auf Weltklasse. Erstmal reinschauen, weil das ist was ganz anderes, ja. Ihr kennt das vielleicht, wenn man mit einer ganz starken Mannschaft spielt, dann kann man auch gegen alle möglichen Mannschaften, starken Mannschaften auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Aber sobald es irgendwie so schwache, langsamere Spieler werden, also die haben ja fast einen Unterschied von 20 Punkten zu den Spielern, die ich bei Bayern habe, wird das wahrscheinlich was anderes. Wir machen einfach das erste Testmatch. Wir müssen ja reinkommen, es soll ein bisschen Spaß machen. Wir wollen hier nicht uns komplett verkrampfen und dann hier irgendwie 0-0 rausholen. Yay. So, meine Lieben. Da geht's jetzt auch los. Ich weiß nicht, ob das von den Einstellungen jetzt hier alles richtig ist. Ich glaube nämlich nicht. Das heißt, ich unterbreche das mal ganz kurz, die Aufnahme, damit wir auch Ingame-Sound haben. So, da setzen wir das Spiel fort. Und ich hoffe, man hört hier ein schönes Audio. Ja, reinkommen in die Partie, hä? Bin gespannt. Okay, den ersten Gegner haben wir da schon mal vernichtet. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. So, 2 Minuten gespielt. Und schon... Oh, der erste Fehler. Freistoß geht ins Nix. So, Kempf auf Günther. Und da ist Pedersen. Und da ist immer noch Pedersen. Oh, Pedersen, ne? Der ist echt wie so eine Dampfmaschine, so eine Lokomotive. Wenn der erstmal in Fahrt kommt, dann läuft er, aber vorher, der ist so ultra steif. Oh je, mine. Also ich weiß nicht, wie ich mit Pedersen klarkommen kann und auch werde.
Boah, da bleibt Pedersen auch wieder hängen. Die alte Lok. Und Pedersen, oh mein Gott, Pedersen, die alte Lokomotive. Mach das Ding nicht rein. Oh, erste Chance. Meine Güte. Ja, Pedersen ist echt so eine kleine Lokomotive, ne? Oh, oh, oh. Okay. Nils Pedersen. Da wird der Ball nach vorne geschickt. Grifo. Ui, und, ui, und den hält er auch noch. Den hält er. Zweite Chance. Okay, ich merke, Weltklasse ist dann echt schon ein großer Unterschied. Und der Kopfball. Oh. Zu Profi. Also das ist natürlich echt fast nichts. Aber man muss auch sagen, die Mannschaft spielt sich natürlich wesentlich schwieriger. Besonders mit Pedersen im Sturm. Ey, die alte Lokomotive. Ich glaube, ich kann es nicht oft genug sagen. So. Unten entlang. Sehr schön. Franz. Sehr schön. Jetzt vielleicht nochmal eine schöne Flanke in die Mitte. Der flutscht da weg. Und beinahe macht er noch das Eigentor. Holy shit. Kommt schon, Jungs. Unsere Dampflok möchte gerne bedient werden. Deswegen, ich versuche auch ein bisschen mit Flanken zu spielen. Weil Pedersen doch echt... Ja, der kann doch bestimmt was mit Kopfbällen ab, oder? Und das Ding ist drin! Schöner Schuss! Ich glaub's ja nicht! Grifo, mach das 1:0! Freunde, Freunde, Freunde! Saccardo! Oder Saccardo, wie auch immer er heißt. Da kommt er den Ball und dann muss er nur noch abschließen. Das war... Okay, schöner Schuss. Hart geschossen. So halb aus der Drehung, so ein bisschen versteckt. Ja, Nils Pedersen, bin gespannt, was wir mit dem diese Saison machen. Grifo wird auf jeden Fall abgehen. Aber Pedersen? Oh, ich bin so nicht der Fan von Pedersen. Aber vielleicht werde ich noch Fan. Vielleicht werde ich noch Fan. Komm. Pedersen, du bist eine geile Sau. Das wird noch. Das wird noch bei dir. Okay, okay. Sehr schön. Hier unten entlang. Franz. Und vielleicht noch einmal? Nein, diesmal hält der Keeper. Der Finesse-Schuss war nicht stark genug. Aber wir können jetzt hier vielleicht die Ecke mal machen. Schön den Keeper zustellen. Hier zuschießen. Und bam! Kopfball. Leider kommen wir nicht ran. Leider kommen wir da nicht ran. Das ist ärgerlich. Noch eine Ecke. Diesmal machen wir nichts von der Taktik her. Ah, ja, der geht komplett in die Wolken. Na gut. Ist okay. Machen wir weiter. Pedersen passt ja auch. Also bisher, Capri hat noch nicht so die Chance gehabt. Wahrscheinlich müssen wir auf Weltklasse stellen. Es eskaliert zwar noch nicht, aber man weiß ja nie, ne? Jetzt eskaliert es. Pedersen! Holy! Pedersen! Okay, noch einmal. Ha, 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 schönes Ding, schön. Jungs, ihr müsst da ran. Junge, 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 Junge. Wir wollen den Gegner erst gar nicht zum Zug kommen lassen, denn wir führen erst 1:0. Da ist so eine Chance schon echt fatal. Sobald die erstmal durchkommen, ne, dann ballen die uns einen weg. Alles klar, das ist unser... Oh yeah, Franz. Heißt der Mike? War das nicht so, Mike? Ich glaube ja. Ich bin nicht ganz sicher. Ich kenne mich mit der Mannschaft halt noch nicht aus. Wie gesagt, wir wollen uns da auch erstmal anfreunden, so nach und nach. Abraschi, schöner Einsatz. Unser ZM hier mit in Aktion nach vorne hin. Gut abgegrätscht. Sehr schön. Und da wird Grifo wieder geschickt. Grifo, Grifo, Grifo. Alles geht über ihn. Ah, shit. Oh, Mann. Also ich dachte eigentlich, dass Grifo vier Sterne Skills hat, aber ich kam noch nicht so richtig raus mit ihm, mit den vier Sterne Skills.
Oh, schönes Ding. Komm schon. Noch ein. Also wir ballern hier eine Ecke nach der anderen. Ich finde das von den Chancen her sehr viel schöner. Ich habe halt vorher so ein bisschen mit Freiburg auf Weltklasse gespielt. In meinen Testmatches. Damit ich so ein bisschen mal mit der Mannschaft vertraut werde. Und da lief nichts. Also ich habe zwar noch nicht die ganzen Spiele hier so geändert und so weiter, aber da lief halt einfach überhaupt nichts. Und denk mal, ich weiß nicht, ob es so viel Spaß macht, wenn man da gar keine Chancen sieht im Spiel, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wollt ihr denn lieber so ein trockenes 0:0 mit zwei Chancen im gesamten Spiel? Oder sagt ihr dann lieber, okay, gerne auch auf Profi und dann ist es halt ein bisschen mehr Action dabei, hä? Ich denke mal, das könnte auch viel mehr Spaß machen. Wenn man ein paar Chancen sieht. Und halt, du musst einfach besser werden. So ist das nun mal. So ist das nun mal. Ja, das möchte ich auch gerne mit Freiburg. Das wäre auf jeden Fall auch schön. Und da ist unsere nächste Chance. Komm. Super. Und ist es abseits gewesen? Ist es abseits? Ist es abseits? Ja, nee. Schade, Pomade. Also wir führen hier 1:0, das ist alles in Ordnung. Es spielt sich halt einfach komplett anders als mit Bayern. Ich weiß nicht, ob ich da auch noch mit den Bayern dann spielen kann, sobald wir erstmal wieder da die Spiele haben. Da wieder geschickt, Schuster. Mit einer Flanke in die Mitte. Oh, schade. Schade, das hätte es sein müssen. Ein schöner Kopfball ins Tor. Ist auf jeden Fall ganz okay, denke ich mal. Wechseln müssen wir jetzt erstmal noch nichts. Gucken wir in der zweiten Halbzeit mal. Ich bin auf ausgeglichen. Wir gehen mal offensiv, Freunde. Wir gehen mal offensiv und wir machen hohen Druck. Statt Konter. Ich glaube nämlich als Standardtaktik habe ich nämlich Konter da reingetippelt. Oh, da wollte ich ihn gerade nach vorne schicken. Angriff nach vorne, da fällt er. Wird er von uns attackiert? Bleiben wir dran. Knüppeln wir mal so ein paar Tore, würde ich sagen. Wir probieren es zumindest. Oh, Peter, ey, die alte Dampflok. Da kommt gar nicht vorwärts. Nein. Unten wollte ich spielen. Unten, hier, auf die Nummer 16. Okay. Okay, da ist ja die 16. Möller, Deli. Ihr müsst mir mal sagen, wie man ihn ausspricht. Dali? Spricht man ihn Dali aus? Also ich weiß, dass es Ö, halt Ö ausgesprochen wird, ne? Aber wie wird sein Dali ausgesprochen? Ah, die Nummer 16. Möchte ich auch ein bisschen mehr spielen irgendwie. Mal gucken. Also mit dem 4-2-3-1 kann man doch recht gut spielen. So. Da kommen wir leider nicht hin. Und auch da nicht. Also wir versuchen durchzukommen. Aber so richtig die Chancen wollen noch nicht gelingen. Ah. So doof. Das ist gut. Abrachi. Hä? Da stehen wir da und treten in die Luft. sehr schön, sehr schön. So macht das doch Spaß. So ist es schön. Einmal die Flanke abgewehrt. Okay. Also es ist natürlich ein großer Unterschied, ob wir jetzt mit denen oder mit Bayern spielen. Das ist ja natürlich klar. Oder auch mit Liverpool. So, auf die Ecke hier aufgepasst. Es gibt nochmal eine. Zum Glück, dass da verwehrt. Dass sie da irgendwie zum Schuss kommen. Jeder ein Mann. Da hat der Keeper ihn. Hohoho. Das war schon gefährlich. Finde ich zumindest. So, Abrashi. Oh. Fred! Och, herrje. Mann! Der hätte doch mal richtig was bei rumkommen können, oder? Wir stellen wieder den Keeper zu. Rifo.
Und wer war da dran? Wir nicht, sehr gut. Also hier, von den Ecken her können wir uns nicht beschweren. Da gibt es ja einiges an Chancen. Dann wird weggeklärt. Haben wir. So, und das sind auch schon wieder so viele Minuten um. Da müssen wir vielleicht gleich mal schauen, dass wir wechseln. Da sehe ich einen. Die Nummer 6. Mit einem weiten Ball auf Franz. Der schlägt ihn rüber. Oh, shit. Der Kopfball gelingt Pedersen einfach nicht. Mensch, Pedersen, der muss drin sein. Das war aber richtig gut eigentlich. Also da so eine große Chance nicht reinzumachen. Nee, nee, nee. Das kann ich sehen. Oh, Mann. Ja, wie spricht man denn eigentlich in Freiburg? Da spricht man eher so badisch, ne? Ist ja Württemberg, Baden-Württemberg. Da durchsetzen. Oh, dann grätschen sie weg. Das gibt's nicht. 72 Minuten um. Wir wechseln mal aus. Grifo sieht unfrisch aus. Wir holen für ein paar Minuten wenigstens ihn rein, Gaudino. Wir. Er ist nicht schnell und er kann keine Tore schießen. Oder wie war das? Stärke 90. Er kann aber Fernschüsse oder so. Grifo, yo. Er sieht so irgendwie müde aus. Also, oh, kein Bock. Okay, Hedenstadt. Hm, was kannst du noch spielen? RM. Ja, gut. Na denn. So, da holen wir unseren Lord raus. Lord Guede. 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 Irgendwie so. Ich weiß es nicht. Schön. Oh, der Ball verspringt zu doll. Und da ist er. Da ist der Lord. Mit einem Fernschuss. Hätte mal drin sein können, hä? Hätte drin sein können. Finde ich zumindest. Und das ist doch nicht zu glauben. Das ist nicht zu glauben. Mann. Will hier nichts reingehen. Einsame Sturmspitze Pedersen. Die Dampflok steht jetzt auch weiter vorne immer noch. Nein, lauf, Pedersen, du geiles Stück. Ja, eine Verletzung, die wir halt noch haben. Da haben wir halt dann keine Auswahl, wen wir in den Sturm stellen. Natürlich, wir können unseren Lord noch in den Sturm stellen. Eigentlich wäre ein weiterer Stürmer nicht verkehrt. Aber ich denke, wir können auch genauso uns Jugendspieler mal suchen. Weil wir machen ja Jugendspielergeschichte, ne? Okay, nee, nee, das klappt nicht. Das klappt ja alles nicht. So, hier die Nummer 5. Mitrovic. Oh, ich glaube es nicht. Warum kriegen wir denn keine Bälle rein? Mann, das ist so die perfekte Position. Es kann halt keiner einen richtigen Finesse-Schuss. Oh Mann. Oh Mann. Aber wir führen wenigstens 1-0. Das ist ja schon mal gut. Also ich habe das Gefühl, ich muss erstmal mit der Mannschaft weiterhin auf Profi sein. Das ist, irgendwie angenehmer. Die Gegner vielleicht nicht ganz so stark dadurch. Oh oh. Gut. Schön geblockt. Schön. Schön. Oh. Ballannahme over 9000. Das klappt nicht. Aber 90 Stärke klappt. Pedersen, 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 die alte Lokomotive. Tut, tut. Und da kommt nichts an. Mann. Ja, ich hoffe, dass wir in Zukunft noch ein bisschen agilere Spieler bei uns im Verein begrüßen können. Oh, da ist das 2-0. Da ist das 2-0. Es geht doch. Dali. Deli. Mensch, ich weiß es doch nicht. Ach, ist das wunderbar. Schön, schön. Und da war der Keeper halt auch wieder dran, ne? Trotzdem, das 2-0 der 19. und der 90. Minute. Uiuiui, ist das schön. Also, man kann nicht sagen, dass das hier komplette Zerstörung gewesen ist.
Ich denke, der Schwierigkeitsgrad ist passend aktuell. Wenn es dann zu schlimm wird, müssen wir noch gucken. Ich denke, das passt. Das passt erstmal. Aber auch gerne dazu eure Meinung in die Kommentare und vielleicht noch Vorschläge, was wir mit der letzten Million machen. Vielleicht kommt ja auch noch ein bisschen Geld rein. Ich weiß es nicht. Also ich darf den Lord ja nicht verkaufen, das meintet ihr ja. Und deswegen, der wird nicht verkauft. Wenn irgendwas verkauft wird, dann schauen wir noch. So große Veränderungen will ich aber auch nicht machen. So, dann ist die erste Partie auch vorbei. Und wir gucken mal. Ja, wunderbar. 16:2. Also, Chancen sind da. Sie gehen nur nicht rein. Vielleicht ist das mein großes Problem. Ich könnte locker Weltklasse spielen. Aber irgendwas fehlt da. So, eine Laie. 2-Jahres-Jahr. Jo, tschüss. 1,285 Millionen. Gut. Spieler verkauft. Die kriegen 100.000. Yay. Aktuell ist aus Kolumbien. Und Spieler verliehen. Gut. Dann bleibe ich erstmal an der Stelle. Wir werden noch einmal hier die Jungs trainieren. Grifo und Kempf. Habe ich zumindest jetzt ausgewählt. Grifo sollte auch weiter trainieren, denke ich. Kempf. Ja, komm. Hau rein. Hau rein. Simulieren wir. Und dann überlegen wir uns. Also ich kann natürlich auch Gaudino jetzt hier trainieren. Kempf aber noch nicht mit einem Level Up. Ganz kurz davor. Ja. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Pressekonferenz einmal ganz kurz teilnehmen. Das heißt, wir loben unsere Mannschaft. Eure Meinung ist natürlich jetzt erstmal wieder gefragt. Schreibt ihr was dazu in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Bis dann.